Ja, vielen Dank, Frau Müller. Und liebe Kolleginnen und Kollegen, ich darf sagen, Thorsten Siegmann hat mir im Prinzip hier eine Steilvorlage gegeben, indem er die Erläuterung gebracht hat und die Schwierigkeiten auch dargestellt hat, die es gibt, wenn man mehrsprachig, multilingual Dinge erschließen möchte und sie auch möglichst umfangreich auffinden möchte. Das heißt, ich möchte Ihnen ein ziemlich umfangreiches Instrument vorstellen, an dem wir derzeit arbeiten, das geeignet ist, eine weitere Vernetzungsfunktion zwischen den verschiedenen Beständen, die es in den Kultureinrichtungen gibt, zu ermöglichen, nämlich den Art in Architecture Thesaurus des Getty Research Instituts. Art und Architecture, also Kunst und Architektur, denkt man, okay, zwei Teilbereiche, aber wenn man sich dann das Vokabular etwas genauer ansieht, dann sieht man, es ist eine ganz breite Themenpalette, die dort abgedeckt wird, nämlich Fachvokabular für Kunst, für Architektur, aber auch für Objekte des Alltags, für die Volkskunde, für Technik, sind Allgemeinbegriffe dort enthalten. Im Grunde genommen wird, wenn man an die Sammlungsbereiche denkt, nur der Komplex der Naturkundemuseen nicht hiermit abgedeckt. Der AAT oder Art and Architecture Thesaurus ist mehrsprachig bereits jetzt. Er liegt in Englisch vor, er liegt in Niederländisch vor, er liegt in Spanisch vor. Er ist zum überwiegenden Teil inzwischen in Chinesisch. Er ist Französisch und Italienisch in Teilen. An beiden wird weiter gearbeitet. Und wir sind derzeit dabei, die deutsche Fassung zu erarbeiten. Oder in einem ersten Schritt einen Teil in Deutsch zu erarbeiten. Hier sehen wir einen Screenshot von der Webseite. Der AAT ist ein kontrolliertes und strukturiertes Vokabular, entsprechend der ISO-Definition für einen Thesaurus. Und er ist polyhierarchisch, das heißt, ein Begriff kann mehrere Oberbegriffe haben Sie finden das entsprechend. Wir haben mal hier ein Beispiel und einfach, um nochmal einen anderen Themenkomplex zu zeigen, das ist vielleicht ein bisschen klein für Sie hinten zu sehen, aber er umfasst auch den ganzen Komplex der Waffen, die man in Museen, ja in bestimmten Museen eben auch sammelt. Und wenn Sie hier mal schauen, eine Machete ist eben zum einen eine Hieb- und eine Stichwaffe und ist deshalb dort untergeordnet, ist zum anderen aber auch ein allgemeines Schneidewerkzeug, ein Messer, und ist auch dort zugeordnet. Das heißt, Sie finden die jeweiligen, wenn relevant, verschiedene Begriffe eben auch in den verschiedenen Hierarchien dann untergebracht. Wie ich schon sagte, es ist ein sehr umfangreiches, komplexes Vokabular und ist insgesamt strukturiert in 8 Facetten. Diese erste Facette, da geht es um die Objekte. Das sind insgesamt von Menschen gemachte Werke. Da hatte ich ein paar Beispiele schon auf der ersten Folie. Es geht eben um Bilder, Statuen, es geht aber auch um Kathedralen und Standuhren und so weiter und so fort. Die zweite Facette umfasst den Bereich Materialien, das heißt also physische, natürliche und synthetische Substanzen, also wie Farben, Elfenbein, Klebstoff und sowas als Beispiel. Die dritte Facette geht um Personen und Gruppen, im Englischen Agents. Hier geht es um Bezeichnungen für Personen oder Gruppen, die durch ihre Berufe charakterisiert werden, durch soziale Zusammenhänge, also zum Beispiel Landschaftsmaler oder religiöse Orden oder ähnliche Begriffe. Die vierte Facette umfasst den Bereich Aktivitäten. Hier geht es um physische und mentale Handlungen, also zum Beispiel Ausstellen, Zeichnen, Korrodieren und ähnliche Begriffe. Die nächste Facette ist die Facette der assoziierten Begriffe, der Associated Concepts, wie es im Englischen heißt. Und da sind Begriffe erläutert wie Schönheit, Freiheit, Buddhismus und so etwas, also abstrakte Begriffe. Dann gibt es eine weitere Facette mit den physischen Attributen, also die sichtbaren und messbaren Eigenschaften von Materialien, Größe, Umfang, Farbe und diese Dinge. Eine weitere Facette umfasst Stile und Epochen, also Stile und Epochen, Gruppen, die einem Stil oder einer Zeitspanne zuzuordnen sind, Barock, Ludwig XIV. Oder ähnliches. Und die jüngste neu hinzugekommene Facette ist die der Markennamen, der Brandnames.
Das sind Produktnamen, unter anderem für spezielle Werkzeuge und Materialien im Bereich der Restaurierung. Hintergrund, dass diese Facette jüngst und neu dazugekommen ist, ist der, dass Getty ist ja eine große Einrichtung, das Getty Research Institute ist eins, das Getty Conservation Institute ist ein anderes. Die Kollegen vom Getty Conservation Institute wollten immer einen eigenen Restaurierungsthesaurus machen. Und nun hat man mal einen Abgleich gemacht der Vokabulare, die sie benötigen, und hat geguckt, was ist denn jetzt in dem AET drin. Und es waren über 80% der Begriffe tatsächlich schon im AET drin, die die Kollegen in ihrem eigenen Thesaurus haben wollten. Daraufhin hat man beschlossen, okay, man macht jetzt keinen eigenen, sondern man erweitert den AET eben um die Begrifflichkeiten, die für die Restaurierung notwendig und erforderlich sind. Und das war eben, das führte zu dieser einen weiteren Facette. Hier sehen Sie eine Screenshot von einer Detailseite. Also man sieht, es gibt immer den Begriff, gegebenenfalls Synonyme, die auch die Bezeichnung in der anderen Sprache, eine kurze inhaltliche Beschreibung, es ist immer eine Erläuterung, was ist gemeint damit, und auch die Anzeige, wo steht der Begriff in der Hierarchie. Und es sind immer auch Quellenangaben, also in Literatur, gibt Belege für die jeweiligen, Begriffe. Die, wie ich vorhin schon sagte, wir sind ja dabei, jetzt eine deutsche Fassung zu erstellen und haben eine erste Projektphase, die wir Ende dieses Jahres abschließen werden. Der Projektzeitraum war von Januar 2012 jetzt bis Dezember, und wir haben in diesen im Grunde 2,5 Jahre, weil die erste halbe Jahr ist erstmal Anlauf und Vorbereitungszeit gewesen, die Überarbeitung der Objektfacette, also das Bringen der Objektfacette in die deutsche Fassung. Das sind insgesamt 17.000 Einträge, also damit auch die größte Facette. Der Gesamt-AET hat etwas mehr als 41.000 Begriffe im Moment. Das Projekt der Übersetzung wurde finanziert vom BKM, von der Bundesbeauftragten für Kultur und Medien. Wir haben als eine technische Plattform ein X-Tree von DigiKult verwendet, das wirklich normkorrekt die Vokabulare abbilden kann. Und wir haben das in Partnerschaft gemacht mit dem Getty Research Institute, eben mit DigiKult durch Nutzung des Instrumentes, und mit dem Kunsthistorischen Institut in Florenz als Fachkollegen, die uns geholfen haben bei dieser ganzen Bearbeitung. Das Ganze ist einfach nur mal eine Visualisierung des Workflows, um zum einen die Bearbeitung der verschiedenen Kollegen, dann aber auch die Qualitätskontrolle und dann das Freischalten in unserem Portal bis hin die Lieferung an Getty, damit es eben auch im multilingualen Thesaurus bei Getty erscheint. Wir haben insgesamt in diesen 2,5 Jahren 25 Fachübersetzer gehabt. Fachübersetzer, also in dem Sinne keine Übersetzer, sondern Fachkollegen, die übersetzt haben. Und wir haben weitere 30 externe Experten gehabt, die wir konsultieren konnten, wenn Fragestellungen aufgekommen sind. Und das ist, können Sie sich vorstellen, öfter mal der Fall gewesen. Und wir haben einen wissenschaftlichen Beirat, der uns dabei noch unterstützt. Insgesamt wurden in diesen 2,5 Jahren dann 695 Tabellen erarbeitet, zusammengestellt, bearbeitet. Wo immer möglich verknüpfen wir das, was wir haben, den jeweiligen Begriff mit einem Bild, sodass man auch sehen kann, was gemeint ist. Diese Visualisierung hilft ja oft. Und es sind fast 3.500 deutsche Literaturquellen ermittelt worden, in denen die verschiedenen Begriffe nachgewiesen werden. Womöglich wird die Verknüpfung zu existierenden Normdateien erstellt. Also zum einen haben wir die Verknüpfung zur Oberbegriffsdatei, einem im Museumsbereich eingesetztes.
Dann die gemeinsame Normdatei GND und weitere allgemeine Nachschlagewerke wie Duden und so etwas. Hier sieht man den Stand der Übersetzung. Man sieht, also wir haben weit über 10.000 Begriffe inzwischen übersetzt. Wir haben knapp 5.000, wo noch der Bearbeitungsprozess läuft. Und es sind noch 800, für die wir einfach noch keinen Spezialisten gefunden haben, die uns helfen können, hier die entsprechende Übersetzung zu machen. Die deutsche Übersetzung zusammen in Verbindung mit den englischen Termen gibt es in einem eigenen deutschen Portal, damit man dort die Dinge sehen kann, wie sie in der Hierarchie, in der Struktur sind, wird dort immer dann, wenn die deutsche Übersetzung noch nicht da ist, die englische angezeigt, damit man die Zusammenhänge auf jeden Fall sieht. Dort finden Sie eben die im Englischen vorgegebene Beschreibung ins Deutsche übersetzt. Man sieht die Bezeichnung, man sieht jeweils den Ober- und den Unterbegriffe, man sieht eben diese Beschreibung, man sieht das Bild, was man sich auch vergrößern kann, und man bekommt die Quellen jeweils, also die Literaturangaben, wo dieser Begriff verwendet wird. Sie sehen jeweils auch die englischen Bezeichnungen, Sie sehen immer den Getty Identifier, man bekommt einen Permalink, dass man also auch auf diesen Begriff verlinken kann, und man kann ihn als ESCOS-File sich auch herunterladen. Seit Anfang des Jahres ist der AET von Getty als Linked Open Data verfügbar und kann damit kostenfrei und automatisiert benutzt werden. Hat auch gleich zu einem sehr viel breiteren Einsatz geführt. Die deutsche Fassung, wir haben im Moment eben nur die SCOS-Variante eines einzelnen Begriffs, aber wir arbeiten eben auch an der Linked Open Data Variante, die dann in Zukunft auch zur Verfügung stehen wird. Dieses europäische Portal Europeana, von dem wir jetzt häufiger schon immer wieder gehört haben, nutzt seit August 2014 den AET. Das ist sowohl von Vorteil eben für die Multilingualität, das heißt, die holen sich on the fly jeweils die verschiedenen mehrsprachigen Übersetzungen und die Ober- und die Unterbegriffe dazu, sodass das natürlich deutlich hilft beim Auffinden der verschiedenen Bestände, die wir in Europeana haben, auch wenn man sie eben, wie Thorsten Siegmann das vorhin beschrieben hat, in einer anderen Sprache, Serbisch oder sowas zum Beispiel, erfasst hat. Ja, ich komme zum Schluss. Was sind unsere nächsten Schritte? Wir werden das deutsche AAT-Portal fertigstellen, freigeben und bewerben. Die Objektfacette ist eben kurz vor dem Abschließen, und damit ist auch die Finanzierung dieser ersten Runde vorbei. Jetzt müssen wir erstmal wieder gucken, dass wir irgendwo Drittmittel bekommen, um Teil 2 machen zu können. Den Workflow sind wir dabei zu verhandeln mit Getty, damit der Austausch möglichst gut funktioniert, und wir können stolz sein, dass die ersten 3.000 deutschen Begriffe inzwischen auch in den Getty Online AET eingeflossen sind, und die nächsten sind gerade auf dem Weg dorthin. Wir bitten die Community darum, uns Fehlermeldungen zu geben und Rückmeldungen zu geben, denn mit Sicherheit, nothing is perfect, und auch das ist nicht perfekt, also wir werden sicherlich hier noch einiges bearbeiten und nacharbeiten müssen, aber ich denke, es ist ein großer Schritt vorwärts, wenn so ein reichhaltiges Vokabular, was professionell gepflegt wird, es sitzen 4 Redakteure in Amerika immer an diesen Vokabularen. Wenn wir da, und in den Niederlanden gibt es ein Team, das es bearbeitet, in Spanien gibt es ein Team, das es bearbeitet, das heißt also, es wird aktiv daran gearbeitet, und man kann es eben jetzt auch kostenlos nutzen, sodass ich glaube, dass es sehr viel Sinn macht, sich dafür zu engagieren. Und jeden für uns bedeutet es auch, jetzt eben dann in die nächste Stufe zu gehen und Teil 2 anzugehen, die anderen Facetten zu übersetzen. Ja, vielen Dank.